Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Heute geht es mal wieder um das Aktualisieren von Debian 10 auf Debian 11. Ich habe ja schon ein paar andere Videos dazu gemacht und heute geht es um einen Automatisierungsskript, was das ganze ja eben automatisiert und ähm, ich habe ja in meinen anderen Videos immer so ein bisschen gesagt, ja an dieser Stelle klappt das nicht, an jener funktioniert es auch nicht und dann dachte ich mir zu diesem abschließenden Video, was hoffentlich das letzte zu dem Thema ist, da will ich das Ganze nämlich auch mal ein bisschen loben, was die Leute von Debian eben gemacht haben, denn vieles funktioniert einfach super so, wie es ist und ein paar Sachen funktionieren jetzt auch besser, zu denen komme ich auch noch. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich bin der Hauptentwickler vom Softwareverteilungssystem M23. Und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zu M23 natürlich, zu Linux und freie Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen, ich administriere, ich biete jetzt auch Premium Online-Schulungen an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux-Open-Source-Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren. Dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, Free Paketmanagement und so weiter und so fort, da habe ich eine Menge gemacht oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online Escape Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Soundeffekten und je nachdem, worum es in eurer individuellen Schulung gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Fragt da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie ja, Dienstleistungen von mir haben möchtet, Schulungen oder was zu M23 wissen wollt. So, jetzt geht es aber auch wirklich mit dem eigentlichen Thema los. Bevor es jetzt losgeht mit dem Aktualisieren, ein ganz dickes Achtung. Wichtig bei diesen ganzen Dingen ist, ihr aktualisiert ein System. Daten können dabei verloren gehen. Ihr solltet auf jeden Fall ein aktuelles Backup von dem System anfertigen. Und ähm, wenn ihr jetzt einen Rechner habt, den ihr aktualisieren wollt, wo ihr nicht direkt dran könnt, wenn ihr irgendwo einen V-Server gemietet habt und durch das Update irgendwas komplett daneben geht, kann das auch sogar so weit gehen, dass das System sich nicht mehr booten lässt. Dann braucht ihr irgendeine Recovery-Konsole oder irgendein anderes Mittel, damit ihr dieses System wieder flott machen könnt. Nach dem Anfertigen von dem Backup solltet ihr natürlich einmal ausprobieren, ob sich das Backup wiederherstellen lässt. Denn Backup hat überhaupt keinen Wert, wenn man es nicht wiederherstellen kann, ist eigentlich soweit klar. Und dann könnt ihr einmal testweise diese ja, Aktualisierung durchführen. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann spielt ihr einfach das Backup wieder zurück. Ich habe, wie gesagt, schon ein paar andere Videos dazu gemacht. Zum Beispiel das hier. Da habe ich so ein paar Dinge eben erzählt, was dabei eben auch schief gehen kann. Also quasi das Gegenstück zum Lob, was heute am Ende kommt. Und das solltet ihr euch auch angucken, damit ihr das Ganze so ein bisschen... Ja, einordnen könnt, was dabei eben schief gehen kann, welche Tücken es gibt und damit ihr das Risiko eben einschätzen könnt. Das ist immer eine ganz wichtige Sache. Nicht einfach grob irgendwas nachkochen, was euch jemand bei YouTube oder sonst wo erzählt hat und hinterher drüber wundern, hm, ja, jetzt sind meine Daten weg. Also immer mitdenken, vorher nachgucken. Und erst dann machen, wenn ihr meint, das Ganze ist soweit in Ordnung und das Risiko, was ihr dabei eingeht, ist für euch vertretbar. Eben nur für euch. Das ist keine Entscheidung für andere, das ist eine Entscheidung für euch. Okay, so viel dazu. Dann habe ich ja noch mein Skript äh, so ein bisschen aktualisiert, ein bisschen zusammengefügt aus verschiedenen Skripten, die ich vorher gemacht habe, die ich zum Teil auch vorgestellt habe. Und dieses Skript aktualisiert wiederum ein vorhandenes Debian 10 auf 11 und macht zusätzlich Dinge, die mir auf Systemen aufgefallen sind, die nicht eben automatisch funktioniert haben. Das erste, würde ich sagen, war eigentlich eher ein Problem, was ich mir so selbst geschaffen habe. Denn für PHP-Pakete gibt es einmal Pakete, wo die Versionsnummer mit drin ist, sowas wie PHP 7.0 und dann mit minus MySQL, minus BZ2 und was es da alles gibt. Und die Version 7.3, die gibt es auf Debian 11 nicht mehr. Debian würde im Zuge dieser Aktualisierung einfach dieses Paket entfernen, weil das gibt es auf der C-Plattform nicht mehr und dann steht ja ziemlich nackig ohne PHP da. Mein Skript schaut jetzt vorher einmal nach, ob da eben PHP 7.3 Pakete mit drauf sind. Oder eben von einer anderen Version und installiert dazu die passenden versionsunabhängigen PHP-Pakete. Aus PHP 7.3-MySQL wird dann PHP-MySQL. Und dieses versionsunabhängige Paket, das installiert dann als ein Metapaket auch noch das entsprechende versionsabhängige Paket. Also durch die Installation von dem PHP-MySQL-Paket wird unter Debian 11 PHP. 7.4 MySQL mit installiert und mein Skript automatisiert das Ganze. In eine ähnliche Kategorie fällt eben das FreeIPA-Klein-Paket. Das gibt es nicht im offiziellen Debian 11. Es gibt allerdings die sogenannten Backports, die portieren Pakete aus. Debian Testing, Unstable oder aus anderen ja, Zweigen von Debian, die noch nicht quasi fertig sind für ja, den stabilen Zweig, einfach zurück muss man aktivieren und dort findet sich dieses FreeIPA-Paket und mein Skript guckt nach, ob vorher der FreeIPA-Client installiert war und wenn ja, werden die Backports eingerichtet und das neue FreeIPA-Client-Paket wird auch von dort installiert. Mit SSH Guard sieht es ähnlich aus. Das findet man leider nicht unter den Backports, jedenfalls zum aktuellen Stand nicht. Das kommt eben aus Debian Sid, was unstable ist. Man soll sich von dem Namen jetzt nicht verrückt machen lassen. Also das Paket ist schon stabil. Und das lässt sich daraus installieren. Das macht mein Skript eben auch. Dann habe ich hier noch für M23 spezifisch etwas. Da muss eben dieser www-data-Benutzer auch eine Shell bekommen, damit Dinge, die M23 macht, eben auch weiterhin funktionieren. Also sowas wie einen dhcp server neu starten. Dafür braucht der eben ja eine Shell dieser Benutzer. Dann eine Korrektur, die hier falsch geschrieben ist. Das korrigiere ich in den Folien noch, aber hier bleibt es erstmal so drin. Für Samba-Kammen bin, da bin ich auf ein Problem mit äh, ja, falschen Zugriffsrechten gestoßen. Da bricht denn die Aktualisierung ab? Und in meinem Skript wird das dann erkannt und dann werden einfach die Rechte auf dieses Verzeichnis oder beziehungsweise auf die Socket einmal richtig gesetzt, sodass das Ganze auch durchläuft. So, wenn ihr jetzt immer noch nicht abgeschreckt seid, dann habe ich hier ein Skript vorbereitet, wo das Ganze drin ist, was ich jetzt hier so einmal erzählt habe, was es so grob macht. Und damit könnt ihr euer System aktualisieren oder zerstören. Ähm muss man ja heutzutage überall dazu packen. In Titel packe ich es jetzt nicht, aber Zerstörung muss man hin und wieder mal einfließen lassen. Das gehört jetzt dazu. Und damit könnt ihr eben sehr automatisch euer System aktualisieren bzw. zerstören. Und ja, dann läuft das eben so durch. Im besten Fall macht natürlich auch sein, dass ihr wieder eine andere Konfiguration habt, die mein Skript nicht abdeckt aber die Fälle, die ich so bei meinen Systemen und Kundensystemen gefunden habe, die deckt es jetzt ab und dann läuft es quasi glatt durch. Aber wie gesagt, kann alles kaputt gehen, Backup machen und nicht rumheulen, wenn ihr es nicht gemacht habt. So nachdem ich jetzt so grob erklärt habe, was mein Skript tut, jetzt noch mal ein bisschen reingucken, was es denn im Detail macht. Ich habe hier oben mal reingeschrieben, wo sich das Skript aktuell befindet, das ist diese URL und mit dem weget dieser etwas länglichen URL und minus -o ab ladet ihr das Skript ins aktuelle Verzeichnis unter dem Namen ab runter. Dann habe ich hier ein less eingebaut, less ab, dann guckt ihr noch mal rein, was da wirklich drin steht, dann seht ihr auf der Konsole letztendlich das, was hier steht, nicht so hübsch in Farbe wie jetzt hier und wenn ihr denn meint, das hat alles so seine Ordnung, dann könnt ihr es mit bash ab auch wirklich ausführen. Als erstes gucke ich hier mit dem Grep und hier Debian GNU Linux 10 in der etc-Issue nach. Ob da auch wirklich ein Debian 10 vorhanden ist und wenn da schon aktualisiert wurde, wenn da jetzt ein Elver drauf ist, vielleicht irgendwie Testing sonst irgendwas und Debian 9, dann ist hier schon mal Ende mit einer Fehlermeldung, dass das Ganze kein Debian 10 ist. Dann setze ich hier eine Umgebungsvariable, damit sich das APT eben anders verhält. Über dieses Debian Frontend gleich non-interactive sage ich halt, dass keine Fragen gestellt werden sollen. Also das gibt diese Fragen, die ja so einen blauen Hintergrund haben. Das ist die Depconf und diese Fragen geschehen dann halt nicht. Also ihr werdet nicht mehr gefragt und ähm, die Standardwerte, die im Paket vorhanden sind oder die bereits in der Depconf-Konfigurationsdatenbank hinterlegt sind, die werden einfach genommen. Dann läuft das Ganze eben durch mit den Werten, die schon da sind. Dann wird hier einmal die Liste mit den Paketen aktualisiert, also vom Server im Internet wird einfach so eine Liste runterkopiert, quasi so das Inhaltsverzeichnis, was es alles so gibt. Dann wird hier das System nochmal komplett aktualisiert, nochmal unter Debian 10, also wenn dann noch irgendwelche Updates nicht ausgeführt wurden, ist das jetzt das letzte Mal, dass hier so ein richtiges Upgrade, Dist-Upgrade für Debian 10 gemacht wird. Und da werden auch eventuell Pakete mit dazu installiert. Oder eben auch entfernt, wenn sie verworfen wurden. Aber eben alles noch unter Debian 10. Dann wechseln wir in dieses Verzeichnis etc -APT. Dort finden sich verschiedene Konfigurationsoptionen für apt, den Paketmanager unter Debian. Und dort befinden sich eben auch die Paketquellenlisten, also hier in der sources.list. Da können die drin stehen. Oder man kann eben auch verschiedene Einzeldateien unter Sources.list.d anlegen. Wichtig dabei ist, dass Sie immer die Endung .list haben, aber ansonsten vom Inhalt sind die halt gleich. Dann wird hier in den einzelnen Textdateien mit den Paketquellenlisten die ja, Codename für die Distribution umgewechselt. Buster ist eben Debian 10 und Bullseye ist Debian 11. Und jedes Mal, wenn jetzt ein Buster gefunden wird, wird das textmäßig ersetzt durch Bullseye. Ähnlich mache ich das hier auch bei Trusty und Focal, denn das sind Ubuntu-Versionen, die so grob. Ähm ja, demselben Versionsstand oder nein, einem ähnlichen Versionsstand wie Debian 10 und 11 entsprechen. Da hatte ich auf einigen Systemen so eine Mischkonfiguration, wo ein paar Pakete aus Ubuntu reingekommen sind. Und um das auch mit zu erfassen, baue ich halt hier diese Trusty-Paketquellen auch zu Vogel um. Wenn ihr keine gemischten Paketquellen habt, dann wird auch nichts ersetzt, denn es ist einfach suchen und ersetzen dadurch. Das nächste hier ist wieder Debian spezifisch. Da geht es um die Server, die Sicherheitsupdates vorhalten. Da hat sich bei den Namen ein bisschen was geändert und damit ähm, das wiederum so funktioniert, auch unter Debian 11, wird erstmal alles gelöscht hier, was Security heißt und dann wird halt neu eingefügt, die neuen Server unter der Sources List. Dann gibt es auch noch ein bisschen weiteren Umbau zum Thema Sicherheit. Aus HTTP wird bei den Debian-Servern HTTPS, also die Verbindungen sind jetzt verschlüsselt, genauso wie auch alte FTP-Server, die ihr vielleicht noch drin habt, die heißen jetzt eben dep.debian.org und nicht mehr FTP irgendwas Debian.org. Dann aktualisieren wir auch noch die Debian-Backports für Debian 11 eben für ja freeipa für den freeipa-client der nicht mehr im offiziellen Debian 11 drin ist da wird eine zusätzliche Paketquellenlistendatei angelegt die so heißt Änderung eben Punkt list ganz wichtig und da wird dann Folgendes eingetragen und dann haben wir auch die backports drin dann holen wir uns wiederum den Index überfahrene Pakete von der Debian 11 Schiene Gucken nach, ob das funktioniert hat. Wenn das irgendwie geklemmt haben mag, dann gibt es mal eine andere Variante, wo dann auch ja, intern die Versionsnummer auf so ein Patch-Level noch geändert werden kann. Und wenn das denn auch nicht funktioniert, dann ähm, fliegen wir an der Stelle auch raus und müssen dann halt gucken, was da beim Aktualisieren von dieser Index-Datei oder diesen Index-Dateien... Ja, irgendwie schief gegangen ist. Kümmern wir uns jetzt noch um das Aktualisieren von den PHP-Paketen. Dabei geht es eben darum, wenn ihr Pakete von PHP habt, die eine Versionsnummer haben, dann wollen wir jetzt auch die dazugehörigen PHP-Pakete ohne diese Versionsnummer drin haben. Also aus dem hier PHP 7.3-MySQL wird denn PHP-MySQL. Und dieses Paket installiert dann als Abhängigkeit auch gleich noch die passende Versionsnummer mit dazu. Also beim Umstellen auf Debian 11 gibt es dann das PHP 7.4-MySQL-Paket mit dazu, wenn ihr das hier installiert. Damit wir das automatisiert hinkriegen, machen wir erstmal über das DPKG-GetSelections eine Abfrage. Über alle Pakete, die installiert sind oder eben auch nicht installiert wurden, ist eine lange Liste. Und dann suchen wir uns nur noch die Paketnamen raus, die PHP enthalten. Gucken auch, dass das Paket entweder installiert oder deinstalliert ist. Also deinstall würde da irgendwie stehen oder halt install. Und dann haben wir so eine saubere Liste, wo keine... ...ja, irgendwie halb kaputt, also nicht richtig installiert Pakete drin sind. Dann säubern wir diese Liste noch, indem wir mehrfach ähm, Leerzeichen einfach mit entfernen. Als nächstes kommt denn hier auch noch eine zusätzliche Grab-Operation drauf. Die sorgt dafür, dass ein PHP-Paket, was ob-cage heißt nicht in dieser Liste, die wir weiter bearbeiten wollen, mit auftaucht. Also das V dreht das um, sagt dann halt das Schlüsselwort, was danach kommt, ist quasi ein, ein Negativfilter. Also alles, was diese, die Schlüsselwort hier enthält, das kommt in unsere nächste Ergebnisliste nicht rein. Dann entferne ich über den Streaming-Editor am Ende die, ja, die Information darüber, ob das Paket deinstalliert wurde oder installiert wurde, so dass ich wirklich bloß noch die reinen Paketnamen habe und dann mache ich hier über den nächsten Set Aufruf eine Ersetzung von den Versionsnummern, die mit 7 anfangen, dann kommt hier ein Punkt, den ich escapen muss und eine Unterversionsnummer, wo ich jetzt einfach gesagt habe 3 bis 9 und dann wird das einfach ersetzt durch hier nichts, also die Versionsnummer fliegt einfach raus, also hier so 7.3 kommt weg. Dann mache ich hier ein Sort-U drüber, damit wird einmal die Liste sortiert mit den vorhandenen Paketen, die jetzt hier noch durchgerutscht sind durch die ganzen Filteroperationen und doppelte Aufzählungen werden entfernt. Dann als nächstes verwende ich das X-Args. Übernimmt die Eingabe, die hier von der linken Seite aus der Pipe kommt, und ruft das Programm apt-get install-y auf und ähm, packt dann halt diese ganzen einzelnen Paketnamen hinten dran. Und dann werden halt diese versionsunabhängigen Pakete installiert. Dann kann es passieren, dass irgendwelche Abhängigkeiten noch nicht richtig aufgelöst wurden. Darum kommt hier nochmal so ein apt Fix Broken Install ohne ja, Paketnamen dahinter. Da versucht APT auch nochmal diese Abhängigkeiten aufzulösen, damit ähm, ja, die Abhängigkeiten eben erfüllt sind und eben nachinstalliert werden. Als nächstes gibt es für dieses Opcage-Paket eine ja, Sonderbehandlung, denn es gibt dafür kein Metapaket ohne. Ja, ohne Versionsnummer, also hier PHP-OPCAGE gibt es nicht, von daher gucke ich über diese Zeile nochmal nach, ob das Paket, was das Schlüsselwort OPCAGE enthält, installiert wurde und dann wird diese Version 7.3 von dem Paket entfernt und die Version 7.4 wird installiert. Dann kommen wir zu dem FreeIPA-Paket, was wir aus dem Backports installieren wollen denn das ganze Paket ist nicht mehr unter dbnl vorhanden, aber in den Backports eben. Da gucken wir wiederum nach mit dem Befehl hier, ob das Paket freeipa-client installiert ist. Und wenn ja, dann machen wir hier eine Installation, apt-get install –y, damit keine Nachfragen kommen, ob wir das wirklich installieren wollen. Und als zusätzlichen Teil –t, pulsei, Backports, damit es auch aus den Backports kommt. Und dann natürlich auch noch den Paketnamen. Wenn wir jetzt das hier nicht machen würden, würde das Paket FreeIPA Client im normalen Debian 11 gesucht werden und eben nicht in den Backports. Denn die Backports haben eine so niedrige Priorität, dass sie eben nicht zum Installieren vorgesehen werden. Und über das T und Bullseye Backports sagen wir explizit, dass wir das Paket von dort haben wollen. Und damit rutscht es in der Priorität so hoch, dass es eben doch installiert wird. Ähnlich ist die Situation bei dem SSH-Guard-Paket. Das kommt eben aus SIT. Und dort wird eben auch wieder geguckt, wenn das Paket vorher installiert wurde dann aktivieren wir hier die Paketquelle für unstable bzw. sid sid ist der Codename dafür tragen uns eine neue Paketquelle in eine extra Paketquellenliste ein und dann setzen wir auch noch die Priorität für die Pakete aus Debian unstable bzw. sid damit daraus normalerweise keine Pakete kommen. Wenn wir das jetzt nicht machen würden, dann wäre die Priorität von diesen Paketen quasi gleichwertig zu den Paketen, die aus dem normalen Stable kommen. Da aber in Debian Unstable üblicherweise neuere Paketversionen vorhanden sind, würden halt die installiert werden und dann habt ihr ziemlich schnell ein System, was eben nicht mehr auf dem stabilen Zweig aufbaut, sondern eben auf Unstable. Ja, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen jetzt damit wieder so eine Priorisierung vornehmen über das sogenannte APT Pinning. Da machen wir jetzt hier einen, ja, eine Regel, die für alle Pakete gilt, für alle Pakete, die aus dem Unstable-Bereich kommen. Und für die vergeben wir eine Priorität von minus 100. Also damit ist die Priorität so weit unten, dass die Pakete von dort niemals installiert werden. Das ist so ein bisschen wie hier oben bei den Backports, die eine niedrige Priorität standardmäßig mitbringen. Aber bei Debian Unstable müssen wir das eben per Hand machen über das Pinning, was wir in einer extra Datei, zum Beispiel in der hier, eintragen. Danach. Aktualisieren wir wieder diesen Paketindex und installieren das Paket SSH Guard wiederum über den zusätzlichen Parameter-t und mit SID aus dem Unstable-Bereich. Das hier ist eben bloß für M23-Systeme interessant. Die M23-Version, die auch Debian 11 für den Server verwendet, die kommt demnächst auch raus, bzw. ist schon rausgekommen, wenn ihr das seht. Je nachdem, wann ich das Video halt hochlade und ähm, beim Update von dem Debian 10 von der alten m23-Version gleich mit Aktualisierung auf Debian 11 und neue m23-Version, da kann es sein, dass da ja umkonfiguriert wird, so dass der Benutzer www-data keine Shell mehr hat, aber m23 braucht das, um zum Beispiel den RCP-Server neu zu starten wenn ein neuer M23 Client hinzugefügt wurde. Das ist eine von den vielen Funktionen in M23, die ja diese Funktionalität brauchen, dass dieser WWW Data Benutzer eine Shell hat und da wird einfach geguckt, ob auf dem System das Verzeichnis M23 vorhanden ist. Das ist eigentlich ein sicheres Anzeichen dafür, dass ja, das ein M23 Server ist und dann wird über dieses ja, Change Shell und äh, über die weiteren Parameter hier dem Benutzer www Data eine Shell zugewiesen. So, dann habe ich jetzt gleich nochmal Korrektur korrigiert. Ähm, und das setzt eben für dieses Socket hier, diese Socket-Datei von Samba, die richtigen Rechte. Unterm ähm, Debian 10 wurde es irgendwie anders gebraucht. Nach dem Update muss es halt anders liegen. Also die Rechte darauf sind jetzt halt sicherer und äh, nicht mehr 777, sodass jeder Benutzer, jede Gruppe und ja quasi alle darauf zugreifen dürfen, lesen, schreiben und äh, auch ausführen. Und das wird jetzt sicherer gemacht, sodass bloß noch der Benutzer von dieser Socket-Datei darauf zugreifen kann. Ich weiß jetzt nicht, warum Sie das nicht automatisch in dieses Paket mit eingebaut haben aber ich habe jetzt den Fall gehabt, dass beim Aktualisieren eben ja diese Aktualisierung abgebrochen ist mit dem Paketfehler, dass hier die Zugriffsrechte nicht gestimmt haben. Keine Ahnung, hätte man einbauen können, weiß ich nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Danach, nachdem wir unsere spezifischen ja, Workarounds da durchgespielt haben, holen wir uns jetzt die Pakete, die in Debian 11 neu dazugekommen sind, die werden runtergeladen und installiert über das Upgrade. Ja, wenn das an irgendeiner Stelle haken sollte, also der Rückgabewert von dem APT-Get eben nicht 0 ist, dann haben wir einen Fehlerfall, dann wird hier abgebrochen mit einem Fehlerwert von 3. Danach, wenn das funktioniert hat, wird nochmal komplett alles aktualisiert, da kommen dann auch neuere Kernel-Versionen mit. Und ähm, ja, alles Mögliche, was eben ja, vielleicht neu dazugekommen ist. Die Pakete, die jetzt zusätzliche Abhängigkeiten haben, die dürfen ihre Abhängigkeiten über das Dist-Upgrade jetzt auch mit installieren. Wenn das jetzt nicht funktioniert haben sollte, also dieser Aufruf von apt-get gibt einen Fehlerwert in dieser Variablen zurück, der ungleich not equal 0 ist, dann probieren wir auch noch mal, ob wir vielleicht irgendwelche, ja, ähm, Abhängigkeiten noch mitinstallieren müssen. Das funktioniert wieder über dieses apt fix broken -y und install wiederum ohne Pakete dahinter. Und dann versucht apt eben, ja, fehlende Abhängigkeiten aufzulösen, eventuell Dinge zu entfernen, wenn das nicht klappt. Bei mir war das mit dem Abhängigkeitsproblem von hier dem MariaDB-Server. Ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch noch andere Fälle. Also da ist es mir aufgefallen und so habe ich das denn hier auch automatisiert. Wenn das Ganze wiederum nicht funktioniert hat, also wiederum einen Fehlerwert von ungleich 0 zurückgibt, dann können wir da auch irgendwie nichts mehr machen. Dann müsst ihr wirklich mal gucken, an welcher Stelle das wirklich liegt und dann auch Hand anlegen. Ja, wenn das funktioniert hat mit dem Dist-Upgrade, dann können wir hinterher noch nicht mehr benötigte Pakete entfernen. Also das sind Pakete, die eventuell durch eine Abhängigkeit mal mitinstalliert wurden, aber diese Pakete wurden entfernt und die Abhängigkeiten sind noch da und dann räumt das Auto Remove eben auf. Das können auch alte Kernel-Versionen sein, die nicht mehr gebraucht werden. Eine vorherige Version von Kernel wird doch aufgehoben, aber wenn ihr jetzt viele Kernel habt, zehn Stück oder so, dann werden eben bloß zwei davon aufgehoben. Und am Ende werden noch die Debian-Paketdateien, also die quasi die Informationen für die Software enthalten und auch die Software selbst, also quasi so eine Art ZIP-Archive, die werden dann auch noch gelöscht. Denn normalerweise wollt ihr eine Software, die schon installiert ist, ja nicht wieder installieren auf demselben System. Also von daher, das kann weg, frisst bloß nötig Platz. Ja, das war's so in der Schnellerklärung. Ja, abschließend noch Lob an die Entwickler und Maintainer von Debian. Ihr habt äh, wieder eine sehr gute Distribution gemacht, die im Alltag sehr wenig Probleme ähm, mit sich bringt. Und ein paar Dinge sind mir persönlich aufgefallen, also die mich vorher in Debian 10 genervt haben. Bei meiner SSD hatte ich unter Debian 10 ähm, quasi täglich immer so eine Drei-Minuten-Pause, wo quasi so ein Verhalten war wie so ein Dauerswappen. Ich habe das mir... Äh, Versucht so ein bisschen zu erklären, dass es am Swap liegt, denn so viel Arbeitsspeicher hat das System nicht. Das hat sich nachher herausgestellt, dass es nicht daran lag. Das ist irgendwie so ein... Ich habe es nachgeguckt und jetzt quasi wieder vergessen, von daher versuche ich nochmal so grob wieder rauszukriegen, was es war. So ein Locking-Problem, glaube ich. Und Daten können irgendwie nicht schnell genug weggeschrieben werden. Und dann verhakt sich das irgendwie so, dass es in so einer... Ja, drei Minuten, es kann auch fünf Minuten Pause sich verhakt hat. Das ist jetzt weg. Da bin ich sehr froh drüber. Also das System läuft jetzt besser als zuvor, obwohl es schon relativ alt ist. Dann äh, ein weiteres, wo es nicht mehr hakelig. Audacity hat vorher manchmal so ein bisschen gehakt mit dem Ton bei der Wiedergabe, dass es dann einfach die Wiedergabe hängen geblieben ist. Das ist auch weg. Klappt jetzt auch super. Und äh, was ich sehr ärgerlich fand, wenn ich mich mit meinem Debian 10 zu einem X2Go-Server verbunden habe, auf dem Ubuntu 20.04 läuft, dann hat es vorher eben auch so ein bisschen gehakt und ähm, ja, das eben nicht mehr. Ich glaube, ich sollte die Folie da auch nochmal anpassen. Ja, also das funktioniert jetzt super. Und man muss auch mal das Ganze so ein bisschen loben, finde ich. Ne? Meckern ist ja, ja unser täglich Brot irgendwie, aber dass man auch mal sagt, hier, ihr habt das gut gemacht. An vielen Stellen ist es durchaus besser geworden. Und nachdem man das System aktualisiert hat, ist man mit diesem ganzen, was da irgendwie so ein bisschen gehackt hat, eigentlich irgendwie durch. Also ich habe jetzt nichts gefunden, was nachher im Arbeitsalltag schlechter wäre als vorher. Von daher würde ich sagen, habt ihr gut gemacht. Ja, das wäre es dann auch für dieses Mal. Ja, macht es nach, macht es nicht nach, zerstört euer System, aktualisiert es ganz normal. Ansonsten, ja, abonnieren, hier Glocke drücken und so und äh, bis zum nächsten Mal.